Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge This War of Mine. Und zwar die Folge Nummer 5. Ja, Tag 5. Da kommt sie wieder. Hat heute Nacht sehr gute Beute gemacht. Sieht mal, was sie bekommen hat. Seht mal, was sie bekommen hat. Die Nacht war hier ruhig. Der Kollege ist zurück. Vom Helfen. Katja war auf der Suche und hat diese Sachen da getauscht bzw. geplündert. Gut, das ist prima. Zoomen wir mal gerade ein bisschen raus. Und Essen haben wir nicht da. Wir haben hier unten erstmal die Möglichkeit, dass sie schlafen geht. Bruno kann dann Essen machen. Richtig. Gehen wir mal ein bisschen hier rüber. Und zwar zweimal. Das geht sogar. Kriegen wir das sogar mehrmals hin? Nein. Weil wir nur einmal Gemüse haben. Gut, sie geht schlafen und dann nehmen wir uns mal den Pavel vor. Und da können wir unten hier hingehen. So, Bruno. Ist der Bruno hungrig? Sehr müde? Hungrig. Ach, der ist auch noch sehr müde. Ja, das ist natürlich nicht so gut, aber lass ihn mal gerade was essen. Er ist hungrig, zufrieden und müde. Er guckt jetzt hier mal rein. Was können wir machen? Wir können noch ein Bett machen und ich habe fast die Vermutung. Ich guck nochmal rüber. Habe ich wirklich nur ein Bett? Ja, Wasser haben wir schon mal hier. Oh, da kommt ein Händler. Dann machen wir aber gerade noch ein Bett, oder? Auf der anderen Seite nicht wirklich, ne? So, der möchte handeln. Ich möchte lieber gucken, was kann ich das fürs Upgraden. Funktioniert sogar auch. Ich glaube, wir graden erstmal die Werkbank ab. Bruno hat gegessen. Der geht jetzt erstmal an die Tür. Bruno ist auch leicht krank. Der sollte vielleicht noch mal einmal die Tabletten dann nehmen. So, Bruno, lauf mal voran. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja klar, haben wir einen Moment Zeit. Zum Tauschen haben wir immer Zeit. So, das ist das. Das sind alles keine Sachen. Das wäre hier, was ich haben möchte. Und das möchte ich haben. Und wir müssen mal gucken, was wir anbieten können überhaupt. Ach, hier haben wir Schmuck. Zweimal Schmuck reicht dafür nicht. Den Schnaps können wir noch nehmen. Gut, wir können uns einigen für 3 Fleisch und das reicht nicht. Gut, wir können uns einigen, wenn wir den Zucker da noch hinlegen. Obst, Gemüse hat er nicht, ne? Naja, Gemüse hat er nicht, das ist schade. Was können wir entbehren? Das ist die nächste Frage. Wir haben genügend Filter schon mal. Ja, den Zucker, den könnten wir entbehren, ne? Können auch noch kein Pulver hier machen. Das ist sehr großzügig. Das reicht trotzdem nicht. Was ist denn mit dem? Das war Schießpulver, ne? Gut, wir können uns einigen. Nee, irgendwie ist es das nicht, oder? Ich glaube, auch das brauchen wir nicht. Ich würde nur das nehmen, oder? Sind alles keine Dinge, die ich jetzt wirklich haben möchte oder haben muss. Wenn, dann wären es noch diese Teile hier. Den Zucker, den habe ich jetzt aufgenommen, den wollen wir gar nicht haben. Ja, das ist wohl ein Scherz. So. Das reicht nicht, versuchen Sie es nochmal.
Wo ist das Schießpulver? Das brauchen wir nämlich auch erstmal noch nicht. Gut, wir können uns einigen. Die lassen wir dann da. Gut, wir können uns einigen. Dann können wir uns nicht mehr einigen. Und da können wir uns auch nicht mehr einigen. Ja. Ich glaube, das machen wir trotz alledem, weil ich die Zahnräder schon für wichtig halte. Gut, was können wir nochmal machen? Da unten, das ist alles nix. Ich würde Bücher einmal. Könnten wir... Da ist nochmal Schießpulver. Das möchte ich alles behalten. Kräuter. Kompost können wir, glaube ich, auch in die Falle legen, wenn wir mal eine haben. So, was wollen wir dafür haben? Das ist sowieso erstmal so eine Frage, ne? Drei Teile will er sich nicht mit einigen. Das will ich behalten, denn auch. Das ist großzügig von uns. Wir können uns einigen. Dann nicht mehr. Dann auch nicht mehr. Wir können uns einigen. Wenn ich einen wieder wegnehme, können wir uns nicht mehr einigen. Und da können wir uns wieder einigen. Ich glaube, dann lassen wir das mal so. Gut. Ich glaube, das handeln wir auch so. Dann müssen wir einen Filter einsetzen gehen. Das kann Bruno auch machen. Der Kollege ist hungrig. Kann da was essen gehen? Was macht Bruno? Der sollte auch einen Filter einsetzen, ne? Ach, der ist sehr müde. Mhm. Bruno setzt mal den Filter ein. Und sie hat uns was zu erzählen auch. Okay, wir haben einander geholfen. Stimmt, das ist richtig. Ich könnte ihm hier ja... Bruno ist sehr müde. Komm, Bruno, mach du nochmal schnell was zu essen. Ah, nee. Das war jetzt verkehrt. Bruno geht schlafen. Du mach mal hier die Werkbank. Aber die haben wir schon gelevelt, ne? Geht auch nicht nochmal. Ach so, ja, hier, guck mal. Wir müssen noch Löcher stopfen. Holz fehlt uns. Das heißt, wir sollten noch schnell gucken, dass wir mit ihm hier Holz fehlt uns, Feuerholz fehlt uns. Sie kann gut falschen, ne? Genau, da muss sie da auch definitiv hin, ne? Ach so, ja. Nee, das wollen wir dann gar nicht. So, sie falscht nochmal eine Runde. Und zwar, nee, das wollte ich nicht abgeben. Ich wollte das und wollte gucken, dass wir da, die vier Holz kriegen wir so nicht zusammen. Gut, wir können uns einigen. Gut, das geht nicht mehr, aber die fünf Holz nehmen wir mal. Und dann handeln wir das. Das liegt einfach daran, dass er hier definitiv dieses Loch stopft, damit wir sicherer werden. Ich weiß gar nicht, hier ist das jetzt? Ja, ich glaube, ja. Und sie kann noch mal gerade gucken, was wir da noch könnten.
Holz wäre natürlich noch sehr wichtig. Das können wir alles so lassen. Die Bücher, ein Buch müssen wir haben. Holz, wir brauchen Holz. Definitiv brauchen wir Holz. Das geht dann nicht mehr, weil das wollen wir auch nicht. Das sind 5 Holz, die er noch hat. Gut, das geht nicht mehr. Kann ich noch irgendwas entbehren hier? Nicht wirklich. Wenn ich ein Elektroteil ihm gebe, was kriege ich dafür? Das kriege ich bestimmt nicht dafür, ne? Das ist wohl ein Scherz. Das ist auch ein Scherz. Dann ist das noch ein größerer Scherz wahrscheinlich. Gut, wir können uns einigen, okay. Oh. Geht noch Holz, aber Holz hat er nicht mehr, ne? Warte mal, Feuerholz hat er aber noch. Ne, das geht dann nicht mehr. Und das eine Holz geht dann aber auch nicht mehr, ne? Nein. Gut, das machen wir dann aber. So, er macht da dicht. Ich glaube, ihn können wir wegschicken. Wasser läuft. Was macht Katja jetzt? Nix, dann können wir mal gerade dahin gehen. Zeit haben wir noch ein bisschen. Er soll mal da weiterarbeiten, kann er doch, oder? Da ist jetzt nichts, was wir da bauen können. Dann würde ich schon vorschlagen, dass wir mal gucken. Ah, er muss das machen. Sie muss das machen. Da fehlt es uns an Holz und an Dingens. Das brauchen wir aber auf jeden Fall, weil dann können wir diese Sägeblätter machen. Und bei der Autowerkstatt ging es ja noch um das Sägeblatt, ne? Hungrig, zufrieden und müde. Bruno ist leicht krank, erholt sich und ist sehr müde. Und Pavel ist zufrieden und müde. Ich glaube, sie wird noch ein Bett bauen. Können wir gar nicht, schade. Aber die Falle können wir machen. Dann stellen wir die noch her. Die Küche ist da. Aber macht schon Sinn, die da hinzusetzen. Was kann er bauen? Keine Ahnung. Nochmal schneller. Filter, Radio, Holz haben wir gekauft. Hier geht eigentlich nichts mehr. Und dort können wir das beides machen, was wir aber jetzt nicht wirklich brauchen. Konservendose haben wir nicht. Ach ja. Da ging nichts mehr. Nee, da müssen wir, haben wir hier aber noch die Möglichkeit, das weiter zuzumachen. Das sollten wir uns dann auch nächstes Mal drum kümmern. Und sie. Lass sie das machen. Ein Fleisch setzen wir da rein. Und er macht das nicht. Er setzt sich hin und ruht sich aus. Pavel ist aber auch müde. Sie ist müde. Er ist nur noch müde, ist aber auch leicht krank. Ja, dann wird sie morgen sehr müde sein, gehe ich von aus. Sie ist aber... sie ist auch noch hungrig. Ja, ich glaube, die Nacht wird jetzt kommen und wir werden nichts mehr machen. So sieht's aus.
Ja, wir können da jetzt einmal herstellen, aber das ist es eigentlich auch nicht. Verlassen. Die Nacht kommt. Wir gehen definitiv nochmal zur Autowerkstatt. Katja geht wieder, weil eine gute Falscherin ist. Er schläft im Bett. Und er schläft im Bett und er wird wacher stehen. Und wir gehen zur Autowerkstatt, haben wir gesagt. Das passt also. Wir nehmen... Ich glaube, wir nehmen die Medikamente mit, weil ich glaube, da werden wir am meisten Erfolg mit haben. Gut. Sollen wir noch was mitnehmen? Schwierig, ne? Könnten natürlich auch die Verbände mitnehmen. Bruno nimmt morgen das. Komm, wir nehmen beides mit. Und wir gehen sofort Richtung Handeln. Und das, denke ich mal, wird das Nächste sein, oder? So. Wir nehmen auf jeden Fall ein Sägeblatt. Wir nehmen das. Gut, wir können uns einigen. Das ist wohl ein Scherz. Ich nehme das mal nicht mit. Wir nehmen nur das Fleisch. Ist hier oben noch was Interessantes? Nein. Gehen wir tiefer. Das Wasser wäre ganz interessant. Das geht auch noch locker mit. Erstmal hier unten gucken. Da brauchen wir nichts von. Ja, das ist jetzt reichlich dann. Das ist immer noch ein verdammt beeindruckendes Angebot. Das wäre sehr großzügig von uns. Das ist immer noch großzügig von uns. Okay, zwei Sägeblätter kann man sich einigen. Das geht nicht mehr. Das geht auch nicht mehr. Vielleicht sollten wir was Teureres gucken, dass wir das kriegen. Das reicht nicht für so ein Normal. Wir können uns einigen. Ich glaube, wir nehmen das dann. So, dann handeln. Und dann gehen wir nach da oben. Wir können nichts mehr mitnehmen, aber wir machen schon mal Vorarbeiten fürs nächste Mal, ne? So, hier geht nichts, wollte ich gerade sagen, aber da geht ja doch noch was. Ach, shit, da unten war nur nicht der Handelsplatz so groß. Okay, dann ist nicht schlimm jetzt. Besser laufen können, ne? Naja. Doof gelaufen vielleicht, aber da haben wir noch genug Sachen dann. Da geht auch nichts mehr, das ist klar. Dann können wir hier definitiv ein Sägeblatt anbringen. Das ist schön, dass das klappt. Wunderbar. Dann gehen wir mal weiter. Da unten wackelt nur ein Fenster. Und hier sieht es noch aus, als ob da nichts kaputt ist oder sowas. Hm? Können wir da hin? Da hin?
Okay. Das kriegen wir nicht mit. Und so wie ich das sehe, will ich das jetzt auch gar nicht gegen die anderen Sachen tauschen. Suchen wir mal da weiter. Noch mehr Material, also Holz in diesem Fall. Das geht nicht mit. Und da haben wir noch mehr Sachen, die wir auf jeden Fall gebrauchen können. Da wird der Ausgang sein, genau so ist es. Was finden wir da noch? Noch mehr Bauteile können wir auch nicht mitnehmen. Gehen wir mal nach da. Gucken wir mal da durch. Da ist niemand, bis auf dieses Fenster. Dann gehen wir nach unten. Was finden wir da noch vor? Oh, noch ganz viele Teile. Aber da können wir auch nichts von mitnehmen. Aber wir müssen definitiv hier noch mehr hinkommen, weil da sind noch ganz viele brauchbare Sachen. Ja. Wie schaut es da aus? Ist niemand zu sehen. Ah, das ist abgeschlossen. Die müssen wir dann mit einem Dietrich oder sowas aufmachen, denke ich mal. Gut, nächstes Mal brauchen wir definitiv einen Dietrich dann. Ich glaube, dann können wir erstmal wieder gehen, oder? Wir haben relativ viel Zeit noch, ne? Da war das Fenster, was klappert, oder? Mehr nicht. Und dann können wir da nochmal reingucken, was da los ist. Ah, da ist wahrscheinlich der Vater, den wir da dringend verbinden, ne? Könnte da runtergehen, aber dann wird er um Hilfe rufen, gehe ich mal von aus. Das bringt also nichts. Dann machen wir nur die Kühe wild oder sowas, ne? Gut, aber nee, wir machen das mal anders. Wir gehen hier hinten dann raus. Gut. Ja. Da haben wir jetzt noch ganz viele Sachen hier zu holen. Das sollten wir dann beim nächsten Mal auch noch tun, damit wir weiter aufrüsten können, damit wir vor allem unsere Behausung sicher kriegen. Gut, okay. Aber dann würde ich sagen, soll es für diese Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.